Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen. Aus mir völlig unerfindlichen Gründen bin ich vor knapp 2 Wochen auf TikTok viral gegangen. Und so beängstigend das ist, wenn dann das erste Mal passiert, so sehr habe ich mich natürlich auch darüber gefreut. Nachdem der ganze Hype aber nun etwas abgeklungen ist, habe ich mich natürlich gefragt, wie das passieren konnte. Denn das Video, aus dem der Auszug stammt, der mich so nach vorne katapultiert hat, liegt schon seit 2 Jahren auf meinem YouTube-Account oder auf meinem YouTube-Kanal und gammelt da so vor sich hin. Kein Vergleich zu dem, was auf TikTok passiert ist. Generell laufen die Ausschnitte aus meinen Videos, die ich regelmäßig auf TikTok re-uploade, viel besser, als sie auf YouTube jemals laufen könnten. Aber warum? Und so gut das für mich persönlich ist und so dankbar ich euch bin, da oder dafür bin, dass euch mein Kram so gut gefällt, es sind ja mittlerweile auch einige von TikTok hier gelandet, so beunruhigend sind die damit zusammenhängenden Entwicklungen in meinen Augen aber auch. Denn der Trend von kurzen Videos, also den Shorts, hält ja auch auf YouTube mittlerweile Einzug und ist auch hier super erfolgreich. Und das passt zum Zeitgeist. Alles muss schnell gehen. Kurz und knapp zusammengefasst und das am besten innerhalb von maximal 30 Sekunden. Aber dadurch bleibt eben alles auch relativ oberflächlich und verliert an Tiefe. Was uns scheinbar immer mehr verloren geht, ist die Fähigkeit oder vielleicht sogar der Wille, wirkliches Verständnis von etwas erlangen zu wollen. Haben wir verlernt oder einfach nur keine Lust mehr, zum Herz der Dinge vorzudringen? Bevor wir loslegen, kurz ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe mich mittlerweile auch mal mit meinen Analytics beschäftigt und dabei ist mir aufgefallen, dass über 86% meiner Zuschauer keine Abonnenten dieses Kanals sind. Und auch, wenn ihr das jetzt sicherlich bei vielen anderen YouTubern mittlerweile auch schon gehört habt, es würde mich wirklich freuen und würde meinem Kanal auch wirklich helfen, wenn ihr euch vielleicht doch auch für einen Klick auf den Abo-Button entscheiden könntet. Und wenn ihr dann noch auf die Glocke klickt, dann werdet ihr sogar noch darüber informiert, wenn ein neues Video online geht. Daher an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich überlege jetzt schon eine ganze Weile, wie ich mich der im Intro angesprochenen Problematik annehme und wie ich in Worte fassen kann, was mich daran eigentlich genau wirklich stört. Und wie es der Zufall will, bin ich vor einigen Tagen über einen dazu passenden Artikel in der Japan Times gestolpert. Konkret handelt es sich dabei um eine kurze Buchrezension von Lafcadio Hearn's Kokoro, eine im Jahr 1895 erstmals veröffentlichte Sammlung von Essays, in denen Hearn seine Liebe und Faszination zur japanischen Kultur zum Ausdruck bringt. Und bereits beim Lesen der Überschrift dachte ich mir, den Namen kennst du doch. Und tatsächlich bekommt auch hierzulande Hearn mittlerweile wieder etwas mehr Aufmerksamkeit. Nicht zuletzt durch die Veröffentlichung dieser wunderbar bebilderten Sammlungen japanischer Geistergeschichten, die vielleicht der ein oder andere von euch mittlerweile im Regal stehen hat. Aber wer ist der Autor eigentlich und was hat er mit der zuvor angesprochenen Problematik zu tun? Lafcadio Hearn wurde 1850 unter dem Namen, und das muss ich jetzt ablesen, Patricio Lafcadio Tessima Carlos Hearn, als Sohn eines britischen Militärarztes mit dem Namen, Charles Bush und der Griechin Rosa Tessima auf der Insel Lefkas geboren. Als Hearn 2 Jahre alt war, siedelte die Familie jedoch nach Dublin um, wo seine Mutter dermaßen unglücklich war, dass sie die Familie nach kurzer Zeit verließ und verschwand. Hearns Vater wiederum verstarb 1866 auf einer Reise nach Indien an Malaria. Warum ist das eigentlich so, dass besondere Persönlichkeiten immer so eine scheißschwere Kindheit hinter sich haben? Hearns Leben, das blieb aber auch turbulent, denn aufgrund mangelnder finanzieller Mittel konnte er nur unregelmäßig die Schule besuchen. Auf dem College erblindete er durch einen Unfall auf einem Auge und das andere wurde aufgrund der daraus resultierenden Überbelastung zusätzlich geschädigt. Dank eines Stipendiums besuchte er später dann aber eine katholische Schule in London, von der er aufgrund seines Benehmens jedoch wieder geworfen wurde. Der Mann war der Inbegriff eines tief traumatisierten Jugendlichen. 1869 bezahlte ihm seine Großtante eine Überfahrt nach Amerika, wo er mehrere Jahre lang in einer Druckerei in Cincinnati arbeitete, bevor er 1877 nach einer sehr kurzen Ehe nach New Orleans umzog und dort dann als Journalist arbeitete, beziehungsweise
zog er dann auch relativ schnell wieder nach New York um. Da ihm diese Stadt aber dann ebenfalls zu hektisch war und nicht gefiel, zog er 1890 kurzerhand nach Japan. Machte man damals scheinbar so, er ist ja nicht der Einzige. Wenn es einem irgendwo nicht gefiel, hat man sich in ein Schiff gesetzt und ist nach Japan gefahren. In Japan angekommen, arbeitete er dann mehrere Monate als Sprachlehrer in Matsue, bevor er wieder schwer erkrankte. Während dieser Zeit wurde er von der Frau Koizumi Setsu, der Tochter eines verarmten Samurai, gepflegt, die er im Jahr 1891 auf Anraten eines Freundes schließlich auch heiratete. Bei der Heirat nahm er den japanischen Namen Koizumi Yakumo an und erhielt die japanische Staatsbürgerschaft. 1896 vermittelte ihm Basil Hall Chamberlain, einer der führenden Japanologen der damaligen Zeit, eine Stelle als Professor für englische Literatur an der Kaiserlichen Universität in Tokio. Am 26. September 1904 erlag Hearn dann schließlich einem Herzinfarkt. Sein Grab befindet sich auf dem Soshigaya-Friedhof im Bezirk Toshimaku in Tokio. Dieses Video soll nun aber keine Geschichtsstunde oder gar weitere Buchrezension werden, keine Angst. Vielmehr möchte ich mit euch über Hearns Werke, nein, viel eher noch über die Art seines Wirkens sprechen. Zeitlebens verfasste Hearn eine große Anzahl an Texten über die japanische Kultur. Allen voran das zuvor genannte Buch Kokoro. Und dabei finde ich eben nicht die Anzahl der Werke oder den blanken Inhalt interessant, sondern vielmehr die Art und Weise, wie er in diesen Werken die Liebe zu seiner neuen Heimat zum Ausdruck gebracht hat. Trotz seines turbulenten Lebens war Hearn nämlich in meinen Augen ein riesiger Glückspilz. Er hatte das Glück, in Japan anzukommen, als die Meiji-Restauration, also die Öffnung Japans gegenüber dem Westen und die damit verbundene radikale Modernisierung der Nation, gerade in vollem Gange war. Eine Zeit, in der die Unterschiede zwischen westlicher und japanischer Kultur so deutlich herausgearbeitet wurden wie nie zuvor. Hearn selbst sah die Modernisierung als notwendig und unvermeidlich an, beklagte aber dennoch in seinen Texten den zunehmenden Verlust der traditionellen japanischen Lebensweise. Das Leben, in das er sich über die Jahre hinweg verliebt hatte. Viele der Essays in Kokoro sind geprägt von Hearns Faszination für Japans ungestüme Eile, den Westen einzuholen. Und auch heute noch, 125 Jahre später, fesseln seine tief empfundenen Reflexionen über die Psyche einer Nation in einer Zeit des Umbruchs den Leser. Hearns enger Freund Basil Chamberlain schrieb daher: Hearn versteht das zeitgenössische Japan besser und lässt es uns besser verstehen als jeder andere Schriftsteller, weil er es mehr liebt. Kokoro ist ein Liebesbrief. Ein Liebesbrief eines Mannes über dessen Faszination und tiefe Einsicht in die Kultur Japans. Etwas, das er sich mit Leib und Seele verschrieben hatte. Er versuchte, ein tiefes Verständnis zu erlangen, indem er zum Kern der Dinge vordringt. Und ich denke, das ist es, was in unserer modernen Gesellschaft immer mehr verloren geht. Unsere Welt ist extrem oberflächlich geworden und wird es immer mehr. Und das Internet und Social Media sind zugleich Spiegel und Motor dieser Entwicklung. Die Menschen lesen nur noch Überschriften, überfliegen ein Thema mal kurz, um sich dann möglichst schnell eine eigene Meinung zu bilden und diese dann, trotz mangelhaftem Hintergrundwissen, nach außen zu vertreten. Wissen und Verständnis geraten immer mehr in den Hintergrund. Wirft man mal einen Blick in die YouTube-Trends, dann wird man feststellen, dass die Leute sich immer öfter Reaction-Videos anschauen, anstatt den eigentlichen Beitrag. So als würde man sich lieber Geschichten über Japan anhören, statt selbst mal einen Fuß auf japanischen Boden zu setzen. Was das für die Creator der Ursprungsbeiträge bedeutet, das könnt ihr euch sicherlich denken. Heißt, den Leuten ist die subjektive Meinung eines x-beliebigen Menschen wichtiger, als sich wirklich mit den Informationen zu beschäftigen bzw. das Wissen anzueignen oder eigene Erfahrungen zu sammeln. Und dadurch geht natürlich Wissen verloren. Jeder Filter, den ich zwischen Informationen schalte, der führt natürlich zwangsläufig zu Informationsverlust. Wir alle kennen das Spiel Stille Post. Je mehr Informationstrigger ich zwischen eine Ursprungsbotschaft schalte, umso mehr Informationen gehen daraus dann schließlich auch verloren. Und die Leute, die lieben dieses Spiel, denn sie haben ja keine Zeit mehr. Und jeder, der das jetzt hört, dem wird sicherlich sofort einleuchten, dass das ein Problem ist. Aber dennoch machen wir so weiter und es wird immer schlimmer. Das Problem ist, meiner Ansicht nämlich nach, dass wir nicht merken, dass was schief läuft oder viele nicht merken, dass was schief läuft. Dafür muss man nämlich einen Schritt zur Seite treten, seine eigene Bubble verlassen,
in der man es sich selbst so wunderbar bequem gemacht hat. Eine externe Beobachterrolle, die Hearn eingenommen hat und die ihm einen unglaublichen Vorteil beschert hat. Er war ein Außenseiter, er stand schon neben den Dingen und konnte sie daher von außen objektiv beobachten. Eine Beobachterfunktion, die notwendig ist, um Dinge wirklich zu verstehen. Eine Position außerhalb der eigenen Komfortzone, in der man sich bewusst ist, dass man die Weisheit selbst nicht mit Löffeln gefressen hat. Und ich glaube, genau diese doch mit einer gewissen Demut einhergehende Fähigkeit verlieren wir immer mehr. Wir nehmen uns selbst und unsere eigene Meinung viel zu wichtig und verlernen dadurch, uns für die Welt um uns, die Dinge, die uns umgeben, wirklich zu begeistern. Diesen mit Neugier wie ein Kind zu begegnen. Oder wie Melissa Bonny es in dem Ad Infinitum Song Live Before You Die so treffend formulierte. Don't you wanna see what's beyond the horizon of your world? Dafür müssen wir aber erstmal erkennen, dass wir uns selbst limitieren, dass wir die Welt um uns selbst eingrenzen und einengen. Und das, indem wir die Verantwortung an andere abgeben und sie nicht selbst übernehmen. Wenn wir was hinterfragen, dann dürfen wir nicht dann aufhören, wenn wir eine Antwort gefunden haben, die uns selbst gerade mal so irgendwie gut in den Kram passt. Nein, gerade dann gilt es weiter zu fragen. Und gerade uns selbst sollten wir dann hinterfragen. Denn dieses wohlige Gefühl, das man in dem Moment verspürt, ist doch auch wieder nur der sichere Hafen der eigenen Mauern. Ich persönlich kann jedenfalls nicht verstehen, warum man sich mit so einer Oberflächlichkeit zufrieden gibt. Hearn tat das jedenfalls nicht und das merkt man auch am Titel seines Buches. Denn wie er selbst betont, bedeutet das Wort Kokoro eben nicht nur Herz. Es bedeutet auch Geist im emotionalen Sinne, Mut, Beschließen, Zuneigung und innere Bedeutung, also das Herz der Dinge, wie man auch im Deutschen sagt. Und dieses Herz, das ist es, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Was denkt ihr? Ihr merkt sicherlich, das ist für mich ein doch etwas emotionales Thema. Natürlich ist bei mir jetzt auch wieder Meinung drin, aber ich beklage an dieser Stelle eigentlich so ein bisschen den Verlust an Tiefe in unserem Leben. Und das liegt hauptsächlich an der Geschwindigkeit unseres Lebens. Die Leute damals hatten kein Internet, die hatten kein Smartphone. Wenn die nach Japan mit dem Schiff fuhren, waren die wochenlang unterwegs. Diese Menschen hatten Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen oder ja, ich weiß nicht, ob sie sich bewusst genommen haben oder ob die Zeit einfach da war. Ich weiß nur eins, in unserer heutigen Welt müssen wir uns diese Zeit nehmen, wenn wir noch tiefe Einsicht für etwas erlangen wollen. Die Frage, die ich mir nur stelle, wollen wir das überhaupt noch? Und wenn wir das nicht mehr wollen, dann glaube ich, stehen uns schwierige, schwierige Zeiten bevor. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis. Da das Buch so alt ist, also Kokoro, bekommt ihr das tatsächlich, auch wenn ich jetzt auf das große A hinweisen muss, bekommt ihr die Kindle-Version von dem Buch kostenlos. Das handelt sich dabei um eine frühe Übersetzung, das heißt, das Deutsch da drin ist ein bisschen antiquiert, also so würde man heute nicht mehr schreiben, aber es ist trotzdem gut verständlich, es ist nicht so tief hochtrabend philosophisch, dass man da nicht einsteigen könnte. Also wenn ihr ein Kindle habt, geht auf das große A und ladet euch die Kindle-Version von Kokoro herunter und schmökert ein bisschen drin. Es lohnt sich wirklich. Und dann merkt ihr auch selbst vielleicht noch mal ein bisschen mehr, was ich meine und warum ich seine Texte so faszinierend finde und den Geist, der so da drin steckt. Tja, und an dieser Stelle bleibt mir nichts weiter als euch vielen Dank fürs Zuschauen zu sagen. Werbung fürs Abonnieren habe ich ja vorhin schon gemacht, aber ich sage es an der Stelle trotzdem nochmal. Däumchen nach oben wäre super, Abo wäre toll. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns nächste Woche beziehungsweise im nächsten Video wieder. Bis dahin, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und matane!